Vielleicht war der Grund für meinen Krankenstand die letzten Wochen eine akute Unterhopfung. Dagegen ist aber ein Mittel gewachsen. Wo das herkommt, wie es heißt, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich war ja ein paar Tage jetzt tatsächlich ein bisschen kränklich. Und man hat nicht so richtig rausfinden können, was das ist, aber vielleicht kann es auch daran liegen, dass ich eine akute Unterhopfung hatte und da muss man ja tatsächlich auch ein Mittel gegen finden und das habe ich gefunden bei der Camber Bavaria in Form der Braumeister Edition Nummer 30, das Uprolax, die quasi Unterhopfungsprophylaxe. Valentin Räuber, Braumeister bei der Camber, hat dieses Session IPA kreiert und herausgekommen ist ein Bier mit 5,5 Volumenprozent Alkohol, was mich an der Stelle schon ein bisschen wundert, weil Session IPAs bzw. Session Biere ja eigentlich mindestens unter 5 sein sollten, das ist ja doch relativ deutlich drüber. 13,5 Plato, 35 Bittereinheiten, Pale Ale Malz und Caramel Malz ist zum Einsatz gekommen und hopfenseitig Hercules, Amarillo und Pecco, kann das kaum lesen. Eine Northwest Pacific Ale Hefe hat dann den Alkohol erzeugt. Camber Bavaria hat einen schönen Bottle Cap oben drauf und ich würde einfach sagen, damit mir das nicht nochmal passiert, schauen wir zumindest, dass es nicht an der Unterhopfung liegt. Und nachdem ich bei der Camber ja neulich war, habe ich jetzt auch das passende Glas dazu. Wir schauen mal, was ich hier für meine Gesundheit tun kann. Erstmal muss ich jetzt hier gleich aufwischen. Da war ich jetzt etwas zu optimistisch beim Einschenken, aber wir haben eine schöne Schaumkrone oben drauf, ja, mit einer ja, angenehm beigen Farbe, aber unten drunter ein schönes bernsteinfarbenes Bier, viel Kohlensäure, schöne leichte Trübung, also erstmal schon optisch ein richtiger Leckerbissen. Wenn ich nicht in die Kamera schaue und das Bier einschenke gleichzeitig, so, da könnt ihr an der Seite ein bisschen mehr sehen, also da wirklich eine tolle, kräftige, tiefe Bernsteinfarbe, wie es sich für ein IPA eigentlich gehört. Und da steckt eben noch das Session IPA nicht ganz zurück. Und der Schaum oben drauf, der nicht darüber über das Glas rausgekommen ist, schön kompakt. Der 45-Grad-Test wird fast bestanden. Ein bisschen Kohlensäure, die da drin tobt. Oh ja. Ah, es ist doch schon schön fruchtig. Also das ist so richtig, wie man es von einem klassischen West Coast IPA kennt, mit einer schönen fruchtigen Note, bisschen tropische Frucht, bisschen Aprikose mit drin, so leichte Zitrusnoten, aber eben auch ein bisschen Pinie mit am Start, schöne Malztöne. Oh, in diesem Sinne, cheers! Ja, also, wenn es das tatsächlich auf Krankenschein gibt, dann muss ich sagen, dann nehme ich es. Hat einen tollen, nicht zu komplizierten Antrunk, aber das kommt dann hinten raus. Es ist erstmal sehr fruchtig, frisch, also diese tropischen Fruchtnoten, ein bisschen Aprikose, ein bisschen Maracuja. Ich würde sogar sagen, so eine ganz leichte Kokosnote mit drin. Und die mischen sich dann eben mit einem doch relativ kräftigen Malzkörper, der mit so karamelligen Noten daherkommt, ein bisschen Pinie mit da drin ist, schöner, grasiger Hopfen auch am Start. Und die Hopfenbittere tatsächlich würde ich bei 35, das würde ich sofort unterschreiben, das ist glaube ich, so das, was ich auch schmecke. Kohlensäure ist relativ intensiv. Hat man ja durchaus gesehen. Ist auch tatsächlich so ein bisschen das einzige Manko. Mir ist eine Spur zu stark. Nicht, weil ich es jetzt eigentlich nicht falsch eingeschüttet habe, sondern es ist mir ein bisschen zu intensiv von der Perlage auf der Zunge, die durchaus eine gewisse Cremigkeit nachher mit sich bringt. Es hat einen schönen, kräftigen, mittleren Körper, hat eine ja, intensive Kohlensäure, cremige, feine Textur. Und
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte dem Ganzen das Session absprechen. Steht drauf, Session IPA. Ich finde, es ist einfach ein moderat gehopftes IPA. Und da stören mich jetzt auch die 35 Bittereinheiten nicht. Das ist für ein IPA natürlich relativ wenig. Es schmeckt aber grundsätzlich einfach gut gehopft. Und dann muss da für mich ja auch nicht 60 IBU draufstehen. Das ist einfach ein sehr angenehm trinkbares Bier. Und hat alles, was ein normales IPA braucht. Wie gesagt, mit 5,5 Volumenprozent Alkohol, eigentlich nicht mehr in der Session-Richtung drin. Aber bei der Kamba fängt man vielleicht, man fängt einfach von höheren Leveln an zu denken, was ja durchaus auch berechtigt wäre, weil sie machen ja auch wirklich stark gehopfte und auch teilweise sehr starke Biere. Ich habe noch ein Imperial IPA im Kühlschrank stehen, sollte ich die nächsten Tage auch mal machen. Ja, das ist ein Bier, was dann hinten raus mit einer angenehmen, leicht karamelligen, nicht mehr ganz so fruchtigen, dafür schön hopfig, bitteren Note ausklingt. Und tatsächlich richtig Lust drauf macht, eine akute Unterhopfung entgegenzuwirken, davon unheimlich viel zu nehmen, das durchaus auch überzudosieren, dass da nichts passieren kann. Und zum Dritten es einfach auch mal so aus Genuss zu trinken, weil das funktioniert wunderbar. Uprolax aus der Kamba in Seon von ProbierTV gibt es für dieses Bier von Valentin Räuber 4 von 5 möglichen Punkten für die Unterhopfungsprophylaxe, das vermeintliche Session IPA. Ich finde, es ist ein sehr schönes, normales IPA mit vielleicht ein bisschen niedrigerer Hopfung, aber viel Aroma, und insofern ist dann wieder alles in Ordnung. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr ein Abo da lasst. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.